Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Cyberpunk. Und ich muss mal kurz vorweg was wegnehmen. Die letzte Folge ist ein wenig ruckelig geworden. Ja, das kommt dabei raus, wenn ich halt alles auf schnell und biegen und brechen machen möchte. Jetzt ist es wieder besser, weil war halt nicht so optimal eingestellt. Jetzt sollte es aber auch wieder ruckelfrei sein. Mehr wollte ich jetzt auch dazu nicht sagen. Machen wir weiter. Denn wir sollen ja in unserem Apartment. Achso, ich wollte gerade Knopf drücken. Na gut, dann. Okay. Irgendwie kann ich den Fahrstuhl nicht in Bewegung setzen. Muss ich mir jetzt die Werbung angucken oder was? Achso. Guten Abend, Night City. Mein erster Gast heute ist der Präsident der Kirche von Fuck. Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommen die Details. Die Aufgabe, die T-Bug dir gegeben hat, ist ein. So schnell konnte ich das jetzt auch nicht sehen. Für die Verwendung kybernetischer Implantate. Wie geht's denn so, meine Schöne? Kann mich nicht beschweren, Siggi. Danke für die Einladung. Okay. Ich würde sehr gerne über das exklusivste und meist bekannte. Ja, erstmal alles aufsammeln hier. Keine Ahnung, ob wir es brauchen oder nicht. Das blöde Tor ist kaputt. Zum dritten Mal. Zum Glück nicht zum vierten Mal. Das ist doch Betrug. Oh, schönes Apartment. Geh ins Bett, wirf einen Blick in dein Waffenlager. Oh, ich hab ein Waffenlager. Dein Lager ist ein sicheres System, um Ausrüstung aufzubewahren. Du kannst von allen verfügbaren Unterschlüpfen und Fahrzeugen aus direkt drauf zugreifen. Danke, dass ich das immer zu Ende lesen darf. So, Lager öffnen. Mal gucken, was haben wir dann? Ah, okay. Schwarzes Einhorn haben wir. Ich habe ganz viele Pistolen. Kann ich die auch verkaufen? Ich kann sie auslagern. Okay. Gut. Ja, gewöhnlich. Ah, da steht dann auch drauf, was wir ausgerüstet haben und wie gut die sind. Ah, die sind ein bisschen schlechter als meine Standard. Dann hätten wir jetzt hier noch Klamotten. Ich lege die erstmal rein. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt hier halten können. Was haben wir hier? Stellt sofort 40% deiner Gesundheit wieder her. Verleiht dir den Zustand Hydroid, der deine maximale Ausdauer um 10% und deine Ausdauerregeneration um 50% pro Sekunde erhöht. Okay. Oh, hab viel komisches Zeug gefunden hier. So, was haben wir hier? Biogranate. Aha. Oh Gott, ich sollte von den Granaten erstmal definitiv die Pfoten verlassen. Erlaubt es dir, ein exaktes Explosionsradius einer Granate zu sehen? Okay. Ja. Ich habe keine Ahnung. Gucken wir erstmal. So, wir könnten uns jetzt auch umziehen. Warte, können wir mal auf Kleidung machen. Nee, muss ich so machen und dann zack, was haben wir hier noch? Ein T-Shirt. Da haben wir jetzt eine Jacke. Nehmen wir uns hier mal noch die Nomaden. Nee, komm, da bleiben wir mal bei den Sneakern. Was haben wir hier? Hose. Frage ich mich bloß gleich, wie ich mich jetzt umziehe. Haben wir hier noch Nomadenhose? Nee, da lassen wir die normale Hose. Nee, das war I. Aha. So, dann so Oberkörper nackig. Wie, ich habe keine Items. Ich habe mir doch gerade welche zugewiesen, oder nicht? Nein. Ah, hier. So. Jacke haben wir an. T-Shirt habe ich jetzt keins drunter. Okay. Dann nochmal die Sneaker anziehen. Mütze haben wir ja keine. Und Waffen behalte ich jetzt erstmal so. Ich hab keine Ahnung. So, und jetzt sollen wir ins Bettchen gehen. Na gut, dann gehen wir mal eine Runde schlafen. Oh, gute Nacht.
Okay. Oh, wie? Hast du überhaupt geschlafen? Egal, steh auf. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Beim Verlinken mit dem Konzern Biomon. Irgendein Neurovirus, oder? Ich muss zu Vic. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay. Ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Zieh dir was an, ich warte unten auf dich. Okay, dann ziehen wir uns mal was an. Nee, das war immer noch so. Mit der Steuerung komme ich noch nicht so ganz klar. So, dann ziehen wir uns mal was an. Ich sollte mir noch ein T-Shirt aus dem Lager nehmen. So, einmal öffnen. Machen wir mal das Lager auf. Nehmen wir dann hier so ein... Ja, so ein Wolfs-T-Shirt. So. Mal gucken. Ja. Irgendwann kriege ich die Steuerung noch raus. So, jetzt haben wir auch ein T-Shirt. Können wir ihn drunter ziehen. Da sind sogar Mods drauf. Okay. Erhöht deine Panzerung. Man kann T-Shirts modden. Geil. Nehme ich. Auf jeden Fall. Das gibt alles Panzerung. Okay. Na gut, dann wir sollen runtergehen. Wir sind angezogen. Ah, die Tür ist wieder. Hey V, hier ist Regina Jones. Wenn du Arbeit in Watson suchst, ruf mich an. Woher weißt du, dass ich hier bin? Und wer ich bin? Ich weiß, wie man an Infos kommt. Wie eine Art Sammlerin. Bis dann, V. Okay, bis dann. So eine Scheiße. Wir sind hier, um ihnen zu helfen. Wir wissen, dass sie da drin sind. Okay. So, triff dich mit Jackie. Wohin? Ach, da hinten. Der fällt jemand nicht runter, ne? Handeln, nicht reden. Wer hat sich hierhin verschlagen? In diese Stadt? Weiß ich nicht. Komm schon, du Scheißteil! Morgen! Morgen! Oh nein, nein, nein. 14 ist schlecht. Ist einfach nicht genug. Warte, du meinst 14 pro Tag? Also das klingt schon viel besser. Ich muss das mit meinem Partner besprechen. Ja, ich ruf zurück. Schönen Tag wünsche ich. Okay. Interessant, alles neu hier. Warum? Ah, ich kann da auch Waffen kaufen, oder was? Deine süße 54er wartet auf ihren Daddy. Schnurrt jetzt wie ein Kätzchen. Okay. Lass mal sehen. Die schnurrt jetzt wie ein Kätzchen, macht aber weniger Schaden. Ui, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben noch keine Ahnung, wir können uns sowieso gerade null leisten. Egal. Ah, halt. Lass mal sehen. Heißt richtig, J ist Junk verkaufen? Möchtest du 6 Sachen? Ja, möchten wir. Okay, was haben wir jetzt hier? Wir haben noch einen Aschenbecher. Versus Inventar. Nee, das gehört ja dann ihm. Okay. Cool. So macht man Kohle, indem man Aschenbecher und Müll verkauft. Ah, ist cool. So viele neue Missionen, ich weiß gar nicht. Achso, ich muss die Waffe sogar abholen. Okay. Lass mal sehen. Na gut, dann holen wir uns die Waffe einfach mal ab. Und warum hat die eigentlich ein Plus? Ach, die hat einen höheren DPS. Dann kann ich ja die eigentlich verkaufen. So. Und zurückkaufen ist nicht, weil nicht genug. Oder wie? Upgraden von iokinetischen Items. Du hast soeben ein iokinetisches Item erhalten, zusammen mit einem Satzschemata. Mit diesen kannst du hochwertigere Versionen des Items herstellen. Wenn du eine neue Version des iokinetischen Items herstellst, wird das ursprüngliche Item zerstört.
Außerdem kannst du iokinetische Items genauso upgraden wie gewöhnliche Waffen und oder Kleidungsstücke. Upgrades erhöhen das Level und die Werte des Items, sodass es auch im weiteren Verlauf des Spiels noch nützlich bleibt. Okay. Jetzt können wir weiter. So, und jetzt mache ich es gleich richtig. Ab zum Eingang. Hallo und willkommen zu den Lokalnachrichten. Das Arathama Matsuri Festival steht unmittelbar bevor. Aus diesem Anlass sollen die Straßen von Night City durch besonders prunkvolle mehrstöckige Dashi-Festwagen belegt werden. Das Festivalprogramm umfasst unter anderem musikalische Darbietungen von echten Biwa-Virtuosen sowie traditionell dargebotene No-Theater-Vorstellungen. Der Sponsor des illustren Festivals ist die Arasaka Corporation. Und eine aufregende Neuigkeit: Selbst Hanako Arasaka hat angekündigt, dass sie an der Dashi-Parade teilnehmen werde. WNS News wünscht seinen Zuschauern ein entspanntes und fröhliches Matsuri. Auf gutes Gelingen, Night City. Nach der Pause, die Cyberpsychose. Mythos oder Wirklichkeit, bleiben Sie dran. Ja, später. So, was haben wir da hinten? Reden wir jetzt mal über gestern? Steht alles in meinem Bericht. Oh, den habe ich gelesen. Da fehlt die Kleinigkeit, dass ich dir gesagt habe, du sollst da schnell raus. Keine große Sache. Der Cyberpsycho war ja bloß ein Panzer auf Chrombeinen. Was zum Teufel hast du dir dabei gedacht? Genau für solche Situationen gibt es MaxTag. Zivilisten waren in Gefahr. Hätte ich einfach zusehen sollen, wie die abgeschlachtet werden? Hör mal, im Vergleich zu MaxTag sind du, ich und jeder andere Polizist in dieser Stadt bloß Zivilisten. Wenn die uns eines Tages dieselbe Ausrüstung geben, dann kannst du gerne Superheldin spielen und Leute retten. Aber bis dahin reißt du dich zusammen und hörst auf meine Befehle. Haben wir uns da verstanden? Okay. Ich will auch ein halber Panzer auf Chrombeinen sein. NCPD-Scanner-Delikte, das NCPD bezahlt für deine Hilfe bei Bekämpfen von Verbrechen. Aufträge, Fixer kontaktieren dich, wenn du dich einen Auftragort näherst. Fixer, diese Vermittler informieren dich über Aufträge in der Nähe. Na gut, dann... Aber hier oben ist doch noch... Was ist das hier? Ja, verkaufen? Ach, bei dem kann ich dann einfach so verkaufen? Hm, okay. Hab bis jetzt aber noch nichts gesehen. Hör auf damit. Ich hab doch noch gar nichts gemacht. Mann, der Stunde. Hast ja ewig gebraucht. Hab vom Warten richtig Hunger gekriegt. Lass mich nur kurz aufwäschen. Dann besuchen wir Senor Vector. Hätte nicht gedacht, dass du asiatisch magst. Dachte, das wäre dir zu exotisch. Wie meinst du? Was gibt's da nicht zu mögen? Nudeln, yep. Synth, Roast Beef, yep. Bisschen Chili obendrauf. Und schon hast du Mama Wells berühmte Sopa de Fideos. Gestern hast du was von einer Überraschung gesagt. Erinnere ich mich richtig oder war ich high? Wahrscheinlich beides. Vergisst ja dauernd alles. Tja, sieht so aus, als hätte ich einen hübschen Job. Erzähl. Ich meine, vielleicht ist es auch nichts Großes, aber das Ding kommt von einem gewissen... Wie war doch gleich sein Name? Ah ja, Dexter Deschamps. Der Topfixer in der ganzen Scheißstadt. Der fettärschige Gangster-Messias vom Afterlife. 300 Pfund. Vergoldete Coolness. Dexter Deschamps. Was redet man so über ihn? Ich weiß, du weißt was. War die letzten 2 Jahre untergetaucht. Angeblich hat er sich eine kleine Auszeit genommen. 2 Jahre? Das klingt eher nach Exil als nach einer Auszeit. Was hat er da gemacht? Pizza in sich reingeschaufelt und zu Hardcore-Virtus die Mamba gewürgt. Wichtig ist nur, er ist zurück und braucht eine neue Crew. Uns. Wie hast du das angestellt? Deine Niere angeboten oder so? Soweit ich weiß, sind wir nicht gerade Dex-Typ.
Wir beide nicht. Aber T-Bug, sie hat den Kontakt hergestellt. Ich wusste schon, als er mich sah, dass wir den Job haben. Ich meine, guck's dir an. Niemand kann diesem Kerl widerstehen, oder? Sicher, Jack. Wenn du meinst. Okay, was ist das für ein Job? Kommen wir da auch lebend wieder raus? Unser Messias will dich persönlich sprechen. Unter vier Augen. Keinen Stress, aber der Deal hängt jetzt nur an dir, Issei. Warum soll ich gehen? Habt ihr ohne mich Strohhalme gezogen, oder was? T-Bug und Dex kennen sich eine Weile. Und meine Visage ist nichts Neues. Dex will dich eben abchecken. Pass auf, V. Es ist sein Job, also gelten seine Regeln. Für jeden ein individueller Ansatz. Alles halb so wild. Vertrau mir. Dann habe ich wohl keine Wahl. Dex ist der Fixer vor dem Herrn. Versteh mich nicht falsch, ich hab nichts gegen Padre und Macaco. Aber Dex ist eine komplett andere Liga. Du weißt schon. Nein, eigentlich nicht. Ist doch immer dasselbe. Du bist irgendwo neu und der örtliche Fixer wedelt mit dem Schwanz und verspricht dir tonnenweise Jobs und Eddies. Und trotzdem bist du nur ein Name in seinem schwarzen Buch. Werkzeug, um ihm ein hübsches Stück von dem Kuchen zu verschaffen, den ihm der Kunde hinstellt. Klar, man säuft zusammen, aber am Ende geht's nur ums Geschäft. Mann, bin ich vollgefressen. Hab dein Auto dabei. War gestern in der Werkstatt, um die Beulen von unserer Begegnung mit den Scarfs zu glätten. Danke, Jack. Weiß ich zu schätzen. Mit V kannst du dein derzeit aktives Fahrzeug an einen Standort rufen. Okay. Miguel hat mal wieder beste Arbeit geleistet. Die Karre ist wie neu. Wird sich noch zeigen. Fahren wir jetzt, oder was? Lass uns das Baby in Aktion sehen. Komm. Ui. Hat er aber gut lackiert. Achso, ich soll jetzt fahren. Na gut, dann fahr ich mal. Lieber Doc. Hey, amigo, mach langsam, okay? Ich hab gerade erst gegessen. Okay. Ich wollte sowieso bei Vic vorbeischauen. Hab ein Date mit Miss D. Was du nicht sagst. Und oh. Sie ist so süß. Versteht mich, weißt du? Ich bin kein Autofahrer, Mensch. Und jetzt muss ich hier in der Stadt damit rumcruisen. Na, jetzt kriegen wir schon irgendwie hin. Entschuldigung. Ja, ich will auch... Achso, ich muss halten. Wenn du in Night City und die Badlands erkundest, stolperst du vielleicht über Behälter mit wertvollen... Dann sehen wir, was Dex für uns hat. Okay. Ihr seid nicht die Meister eurer Erinnerungen, denn eure Augen gehören euch nicht, oder? Nicht nur euch. Achso, hast schon recht. Hey, V. Dr. Vector empfängt dich jetzt. Ich bleib so lange hier. Misty und ich haben uns viel zu erzählen. Also, okay. Du siehst fröhlich aus. Bin ich. Mhm. Tür. Ansonsten sehe ich hier nichts. Ja, ab und zu mal umgucken hier. Reicheln? Der hat eine Knarre. Achso, Katze. Ich wollte gerade sagen, warum soll man denn den Großen, der eine Knarre bei hat. Ah, er wird müde, langsam
Vicky, fällt wie ein Turnschuh. Obwohl weit verbreitet ist die Installation von Cyberware immer noch ein gefährlicher, invasiver Eingriff, der nur von qualifizierten Spezialisten durchgeführt werden kann. Ripper Docs in Night City arbeiten diverse Rip Docs, die jeweils eine unterschiedliche Plakette an Cyberware Upgrade anbieten. Wähle ein gewünschtes kybernetisches Upgrade aus der Liste und viel Spaß mit deinen neuen Fähigkeiten. Oh. Alter Ripper, schön dich zu sehen. Auch schön dich zu sehen, wie? Ist eine Weile her, also was führt dich zu mir? Letzter Job. Hab mich mit dem Neuro von der Kundin verlinkt und mir vielleicht was eingefangen. Migräne? Übelkeit? Überempfindlichkeit gegen Licht? Das ganze Paket. Okay, Kleiner. Wir kriegen das schon hin. Wie geht's sonst so? Hab einen neuen Fixer getroffen. Hat mir einen Job gegeben. Dexter DeShawn. Echte Größe aus dem Afterlife. Aus dir wird langsam was. Aber gibt's was, das du mir nicht erzählst, Vic? Sei vorsichtig. Sonst nichts. Hab einiges von Dex gehört. Ist wohl nicht so gechillt, wie er sich gern gibt. Ich brauch was Neues. Werkzeug, kein Spielkram. Besseres Visier und festeren Griff. Wirklich? Jetzt? Endlich? Vic, jetzt wird's ernst. Hab einen Job von Dex DeShawn. Einen von der Oberliga. Ich brauche richtig gute Tech. Der Dexter DeShawn. Tja, das ist schon was. Aber lass mich raten. Bezahlt hat er noch nicht. Hör auf zu flennen, Vic. Ich bring dir die Eddies später. Mit Zinsen. Du kennst mich. Ein letztes Mal, klar? Setz dich hin und entspann dich. Okay, dann entspannen wir uns mal. Hiroshi Optik, das Beste, was ich habe. Und passend für das, was du suchst. Verlink dich. Hiroshi? Weg, das ist das Beste, was man finden kann. Klingt für mich, als wär's genau das Richtige. Ich hab versprochen, dich zu bezahlen, aber das könnte ein bisschen zu viel sein. Uns beiden fällt schon was ein. Im Moment will ich nur, dass du in einem Stück wiederkommst. Mit den Eddies. Du schaust dich um und wählst aus, ich scanne. Mal sehen, was da drin los ist. Kybernetische Implantate sind mechanische Ersatzteile für organische Körperteile. Sie verleihen dir mitunter übermenschliche Fähigkeiten, die deine Kampffähigkeiten verbessern und dir dabei helfen können, Gefahrensituationen lebend zu überstehen. Obwohl die Installation von Cyberware im Jahr 2077 weit verbreitet ist, handelt es sich dabei immer noch um einen gefährlichen, invasiven Eingriff, der nur von qualifizierten Spezialisten zusätzlich durchgeführt werden kann. Rip Docs. Okay. Verfügbar. Okularsystem. Hiroshi Optik 1. Verbessert deine Sicht. Aha. Diese optische Cyberware von Hiroshi bietet eine extreme beliebte Reihe von Elektronenneuralen, Verbesserung und Scan-Funktion für die Umgebung des Benutzers. Okay. Du kannst Cyberware, die du im Spiel findest, in einer Ripdoc-Klinik installieren lassen oder verkaufen. Okay. So, für die Hände kriegen wir auch was. Ballistischer Korruptsensor erhöht die Chance auf Querschläger mit Powerwaffen. Verbindet die optische Implantate des Benutzers direkt mit dem Waffensystem, wodurch Daten in Echtzeit verfolgt werden können.
Okay, keine Ahnung. Nehmen wir auch mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Und ein Betriebssystem haben wir auch im Schädel. Und wenigstens das Betriebssystem. Mark One, wie gesagt, ein guter Scanner. Zeig Daten auf deiner Netzhaut an. Das Sahnehäubchen ist der eingebaute Linsendisruptor. Einfach gesagt, Überwachungskameras nehmen dein Gesicht nur verschwommen wahr. Aber denk dran, dein Körper ist trotzdem zu sehen. Hm, das sollte gehen. Reagiert auch auf Kiroshi-Tag. Puh, bin bereit. Leg los. Perfekt. Dann los. Leg deinen Oberliga-Arm dort ab. Also, was gibt's Neues im Leben des Victor Vector? Ganz ehrlich, nicht viel. Und genauso gefällt's mir auch. Früher drehte sich bei mir alles nur darum, woher du kommst, wer du bist, was du hast. Und wie ging's weiter? Ich hab einen Schlussstrich gezogen und bin raus. Werd in Night Fucking City nie zur Legende werden, aber wenigstens schlaf ich ruhig. Genau so. Danke. Jetzt noch ein Anästhetikum, dann wird geschnitten. Spürst du was? Live-Kommentar? Ernsthaft, Doc? Klingst wie ein Zahnarzt. Wir können auch nicht das Maul halten. Sei lieber nett. Denk dran, ich bin alt und meine Hände zittern. Könnte abrutschen. Ich schalte kurz das Licht aus, okay? Alter! Ich sehe nichts mehr. Hilfe? Alter, was okay, testen wir es. Jetzt wird's magisch. Okay. Ich verlinke dich. Anfangs könnte dir unwohl sein. Verschwommene Sicht, wenig Kontrast, Glitches. Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Naja, ich hab echt schon Besseres gesehen. Geduld, Kleiner. Wart's nur. Hoppala. Wenn du Menschen mit deiner optischen Cyberware scannst, erhältst du viele nützliche Informationen. Zum Beispiel darüber, wie stark ein Gegner sein könnte, wer zu deiner Crew gehört oder was für Waffentypen er verwendet. Als fähiger Netrunner erhältst du eine Liste an Quick Hacks, die du gegen deine Gegner einsetzen kannst. Zeit für den Scanner. Okay. Du brauchst vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber beim ersten Mal tut's halt weh. Der Scanner sollte sich irgendwann mit deinen Gedanken synchronisieren und deine Absichten auslesen. Dann habe ich noch einen NCPD-Datenscanner eingebaut. Damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben. Okay. Fahndungsdatenbank. Du hast nun Zugriff auf eine Datenbank mit Personen, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Du kannst die Gefahrfahndeten mit deinen Scanner identifizieren. Da sie alle tot oder lebendig gesucht werden, ist es dir überlassen, mit welchen Methoden du dir das Kopfgeld sichern willst. Cool. Das sollte wunderbar klappen. Jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen. Okay. Brandneues Visier? Was ist mit dem Neurovirus? Vom letzten Job. Kannst du das checken? Längst beseitigt, als ich dein Implantat eingesetzt habe. Hab alle Schaltkreise gescannt und den kleinen Bastard frittiert. Bist jetzt offiziell bugfrei. Scheiße, Victor, nicht schlecht. Ich bin sprachlos. Nimm das hier und denk an die Dosierung. 2 Züge jetzt und weitere 2 in einer Stunde.
Was ist das für ein Zeug? Ein mildes Stim. Verbessert Neuroübertragungen und unterdrückt Nebenwirkungen, bis das Implantat voll funktioniert. Danke nochmal, Vic. Du bist der Beste. Ich schulde dir was. Dann los, Kleiner. Zeig ihnen, was du kannst. Und wenn du ganz oben bist, vergiss nicht, woher du kommst. Okay. Machen wir aber an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.